So, ich freue mich sehr, dass in der Auszeit HBL heute ein Berliner Urgestein den Weg zu uns gefunden hat. Das freut mich als Ur-Berlinerin natürlich ganz besonders. Fabi Wiede ist bei uns, der natürlich nicht in Berlin geboren ist, sondern in Belzig, aber mittlerweile schon ein großes Berliner Herz hat, oder? Ist schon so eine Art zweite Heimat für dich geworden nach all den Jahren. Absolut. Ich glaube, ich bin jetzt seit 2010 hier, also 13 Jahre. Da fühlt man sich dann doch schon wie ein Berliner. Sprechen wir gleich natürlich drüber, über deine Anfänge und deine Entwicklung bei den Füchsen Berlin. Aber wir müssen ganz kurz auf die aktuellen Geschehnisse in der HBL eingehen. Nach dem vierten Spieltag, Füchse Berlin und die MT Melsungen, beide die einzigen Mannschaften ohne Verlustpunkt an der Spitze. Wer hat denn den längeren Atem? Du oder ihr oder die MT? Hoffentlich wir. Ich glaube, wir sind sehr gut drauf momentan. Wir haben ja bisher alle Spiele souverän gelöst. Ich glaube, auch gegen Magdeburg, das Topspiel, haben wir verdient und deutlich gewonnen. Daher sind wir momentan echt froh, wie das alles läuft, wie wir harmonieren zusammen. Aber ja, die Meldung macht genauso einen guten Job. Ich glaube, die haben auch jetzt gegen Kiel, ich glaube, zwischendurch mit 9 Toren geführt. Das ist auch ein sehr dickes Ausrufezeichen, was die da gesetzt haben. Daher darf man die auf jeden Fall dieses Jahr nicht unterschätzen. Was hättest du gesagt zu Saisonbeginn, wenn dir einer die Geschichte so erzählt hätte? 4 Spieltage sind gespielt, Füchse und Melsungen, die einzigen beiden Teams ohne Niederlage. Hättest du gesagt, ja, durchaus vorstellbar oder völlig verrückt? Ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen verrückt. Ich glaube, wie gesagt, wir wussten alle, dass Melsung wieder ein gutes Team hat und dass sie auch sehr gut mitspielen können. Aber in Kiel zu gewinnen, ist schon sehr, sehr gut, was sie da gemacht haben. Und bei uns genauso. Ich meine, wir haben Magdeburg die letzten Spiele, die letzten 3 Jahre, glaube ich, immer verloren. Deswegen war das auch nicht selbstverständlich, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und daher sind wir einfach momentan sehr froh, dass wir das geschafft haben und noch mit 0 Minuspunkten dastehen. Ja, 7 Spiele in Serie war es, wenn du es jetzt gerade schon ansprichst, diese Niederlagenserie gegen Magdeburg. Heißt im Umkehrschluss auch, dass vor diesem Sieg vor ein paar Tagen sowohl Jaron Siewert als Trainer als auch Stefan Kretschmer als Sportdirektor noch nie gegen Magdeburg gewonnen haben. Ist das Arbeiten mit den beiden jetzt ein bisschen entspannter nach diesem Sieg? Nein, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, natürlich waren alle happy und waren alle erleichtert, dass es endlich mal wieder geklappt hat. Aber nichtsdestotrotz wissen wir, dass es nur ein Spiel war. Das haben wir letztes Jahr auch gegen Kiel zu Hause am Anfang der Saison gewonnen und haben dann trotzdem irgendwelche Ausrutscher gehabt gegen vermeintlich schlechtere Gegner. Und ich glaube, das wissen wir alle ganz genau, dass die Stimmung ganz schnell wieder kippen kann. Und daher müssen wir einmal konzentriert arbeiten und hoffentlich dann so eine Spiele nicht mehr verlieren, wie wir letztes Jahr gemacht haben. Du wirst im Februar 30 Jahre alt, wenn ich richtig informiert bin, also im Februar Ja. nächsten Jahres. Ist das ein Alter, mit dem du dich beschäftigst, also wo du für dich auch merkst, so man geht so ein bisschen in die Retroperspektive, denkt drüber nach, was man bisher im Leben erreicht hat, oder interessieren dich solche Zahlen gar nicht? Tatsächlich schon ein bisschen. Ich glaube, man weiß mittlerweile auch, vor allem wenn man dann sieht, was da für junge Spieler nachkommen. Ich meine, wir haben jetzt viele U21-Spieler in unserem Kader und ich gehe auf die 30 zu, da weiß ich, okay. Die haben noch einiges vor sich, und ich bin, ja, froh, hoffentlich noch 5 Jahre spielen zu können, wenn der Körper mitmacht. Und daher merkt man schon so langsam, dass es sich dem Ende neigt. Also natürlich hat man noch ein paar Jahre, aber trotzdem ist es alles absehbar und daher beschäftigt man sich schon ein bisschen gedanklich damit. Aber nichtsdestotrotz lebe ich im Hier und Jetzt und ich freue mich einfach auf die Saison jetzt mit den Füchsen und auf die Zeit danach. Hättest du rückblickend irgendwas anders gemacht? Nein, absolut nicht. Ich glaube, der Schritt damals nach Berlin war der wichtigste Schritt in meiner Profikarriere. Da habe ich die Chance bekommen, im Top-Club zu spielen, habe mich da etabliert, habe da es geschafft, in die Nationalmannschaft reinzurücken. Daher würde ich sagen, dass ich alles richtig gemacht habe und nichts ändern wollen würde. 2009 bist du nach Berlin gekommen. Zwischendurch warst du 3 Jahre in Potsdam, also quasi aus der Heimat weg nach Potsdam an die Sportschule, dann zu den Füchsen Berlin. Dann dort erst in der Jugend und dann seit 2012 eben auch bei den Profis. Das Debüt gab es dann in dieser Saison. Ich kann mich sehr, sehr gut an diese Zeit damals erinnern, tatsächlich. Das war nicht so ganz einfach für dich, oder? Diesen Übergang zu finden von ja, so einem freien Leben als Jugendlicher, klar, du warst immer Profisportler, du hattest immer gewisse Zwänge, die andere junge Menschen in deinem Alter nicht hatten. Aber ich glaube, so dieser Übergang zu den Profis, das war vor allem mental schon nochmal eine ganz andere Hausnummer für dich damals, oder? Absolut. Das ist ein Riesenschritt,
Vor allem, wenn man halt direkt aus der Jugend direkt in diesen Profibereich, in die erste Liga kommt. Ich glaube, viele machen ja erstmal diesen Schritt, zweite, dritte Liga, um sich da ein bisschen an den Männerbereich zu orientieren, zu gucken, wie es alles läuft. Paul und ich wurden damals direkt ins kalte Wasser geworfen. Wir haben gleich die Chance in der ersten Mannschaft hier in Berlin bekommen. Und natürlich ist es ja was komplett Verrücktes, wenn man dann auf einmal dort mit den ganzen Profis zusammen trainiert, jeden Tag alles miterleben darf, was die machen, wie die es machen. Das war für mich eine komplett neue Herausforderung. Aber ich glaube auch, man hat gut gesehen, dass wir es relativ schnell geschafft haben, uns zu etablieren, uns auch einen Namen aufgebaut haben und ja, auch relativ früh Respekt verschafft haben, glaube ich, dass da wirklich uns jeder ernst genommen hat, dass wir keine, weiß nicht, keine jungen Spieler mehr sind, die da einfach nur gucken, was da geht, sondern dass wir schon einfach auch Spieler waren, die gleich gezeigt haben, dass sie oben mithalten können. Und ich glaube, das war einfach extrem wichtig für uns. Paul, hast du gerade schon angesprochen, Paul Drucks, ihr seid beide damals quasi zusammen da in die Profis integriert worden. Fabi und Paul, das ist so ein bisschen wie Susi und Strolch und das ist es tatsächlich bis heute. Also seid ihr bis heute einfach sehr, sehr eng miteinander verbunden. Richtig dicke Freunde. Was ist eure größte Gemeinsamkeit und was ist euer größter Unterschied? Ich glaube, die größte Gemeinsamkeit lässt sich nicht abstreiten, dass wir einfach beide sehr handballverrückt sind, dass wir einfach diesen Sport lieben und auch leben und dass wir ja, jeden Tag alles dafür geben, um einfach oder auch genießen, diesen Job machen zu dürfen. Ich glaube, das zahlt uns beide aus und ich glaube, der größte Unterschied ist, boah, schwierig zu sagen. Fällt mir gerade nicht Gibt's so viel ein. viele oder Nee, gibt's ja, gar es keinen? gibt zu Gibt's so wenige, viele? würde ich sagen. Okay. Also ich glaube, Paul und ich, wir sind schon ähnlich. Natürlich ist er vielleicht, ich würde sagen, so vom Charakterlichen her ist er ein bisschen strukturierter als ich. Er ist da mehr so, ja, weiß genau, was er will und was er macht halt. Und ich bin da so ein bisschen mehr so der Typ, mal gucken, wie es Kreativer läuft. Chaot, nennen wir es so. Ja, perfekt, perfekt Wärst auch Künstler ausgedrückt. werden können, oder? Also wenn du nicht Handballer geworden wärst, dann würdest du wahrscheinlich irgendwo im Künstleratelier sitzen und kreativ vor dich rumspinnen. War ich in der Schule tatsächlich sehr gut in Ja? Kunst. Ja, Ja, aber witzig. hab's danach ein bisschen aus den Augen verloren. Daher ist es jetzt auch zu spät. Ja, man kann ja irgendwann, wenn Ja, es mit dem Handball vielleicht. weniger wird, braucht man ja auch wieder Zeit für Hobbys und so. Ist auch richtig. Dein Sohn wird irgendwann anfangen, zu Buntstiften zu greifen. Da kannst du dich dann auch gerne austoben. Das mache ich schon mittlerweile. Das glaube ich dir gern. Welche Rolle hat Bob Hanning damals in dieser ganzen Entwicklung gespielt? Also mir geht es jetzt oft so, wenn ich sehe, wie er über Nils Lichtlein spricht und auch wirklich wie so ein Löwenpapa für ihn kämpft und ihn verteidigt nach außen hin, falls mal irgendwie Kritik kommt. Das erinnert mich sehr an die Zeit von euch damals. Das hat er bei euch ähnlich gemacht. Wie wichtig war das, diesen Rückhalt zu haben und zu wissen, da ist jemand, der glaubt zu 100% an uns? Absolut wichtig. Ich glaube, ohne irgendwie jetzt ihm Honig ums Maul zu schmieren, war Bob der wichtigste Mann in meiner sportlichen Karriere. Also ich glaube, ohne ihn hätte ich das alles nie gepackt, hätte das alles nie geschafft, was er mir damals halt in der Jugend beigebracht hat. Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich, hat mich extrem weitergebracht. Ja, daher kann ich gar nicht den größten Dank aussprechen an Bob, also weil es einfach gar nicht geht, weil ohne ihn wäre ich jetzt irgendwo anders und könnte nicht das machen, was ich heute mache. Was ist die wichtigste Lektion, die du von Bob gelernt hast? Ehrlichkeit, ich glaube, man sollte wirklich immer, egal was man hat, ehrlich miteinander umgehen, dass man nicht irgendwie in dem Rücken irgendwie Sachen erzählt, sondern einfach, wenn es Probleme gibt, direkt auf einen zugehen, direkt ansprechen, die Sachen aus der Welt schaffen und ja. Ich glaube, das ist schon eigentlich der größte Punkt. Jetzt hast du vorhin gesagt, die größte Gemeinsamkeit zwischen Fabi und dir ist wahrscheinlich die Liebe zum Handball und eben auch dieses Gefühl, es genießen zu können, Handball spielen zu dürfen auf diesem Niveau, sein Geld damit verdienen zu dürfen. Musstest du das lernen, das zu erkennen, dass das ein sehr, sehr privilegierter Job ist, den du da hast? Oder war dir das immer bewusst? Nein, das war mir von Anfang an bewusst. Ich glaube, wenn man sieht, wie viele Jugendspieler sich tagtäglich den Arsch aufreißen, um da einfach diesen Schritt auch zu gehen, den wir gegangen sind, und es einfach nur ein kleiner Bruchteil am Ende wirklich schafft, bin ich da einfach extrem happy und extrem froh,
das geschafft zu haben und einfach nur dankbar, dass ich diesen Weg gehen durfte. Und daher musste ich da überhaupt nichts lernen. Ich habe das von Anfang an wertgeschätzt und ja, bin einfach nur froh. Was war dein schönstes Erlebnis in all den Jahren bei den Füchsen Berlin? Gibt es so einen Moment, wo du sagst, den werde ich, egal was passiert, niemals vergessen? Ich glaube, der erste Titel ist immer ein Pokal, der nie aus dem Kopf rausgeht. Das war damals der DFB-Pokal 2014 im Finale gegen Flensburg. Da, ja, ist einfach ein großer Pokal, den man da gewinnt, im deutschen Pokal. Und da ist man einfach, ja, bis heute noch stolz drauf, das gewonnen zu haben. Ich glaube, das können viele Spieler von sich erzählen, diesen Pokal gewonnen zu haben. Und ja, das ist eigentlich so der schönste Gedanke eigentlich daran zurück. Wie sehr hast du noch heute Mitleid mit den Zugbegleitern des ICE, der euch von Hamburg zurück nach Berlin gebracht hat? Es ging eigentlich. Ich glaube, die hatten auch sehr viel Spaß Tatsächlich. gehabt. Also ich glaube, die hatten Okay. auch viel Spaß. Also klar mussten die öfters mal ein paar Flaschen Bier oder irgendwas holen, aber ich glaube, die Stimmung, die wir da gemacht haben, war für die auch mal abwechslungsreich und konnten dann auch mal ein bisschen mit uns feiern. Jetzt gibt es ja tolle Nachrichten für alle Handballfans, die sicherlich auch Fans der Füchse Berlin sind, aber natürlich vor allem Fans des deutschen Handballs, Fans des DRB, Fans der Nationalmannschaft. Denn es gibt in deinem Fall eine neue Entwicklung. Du hast ja seit 2020 warst du bei keinem großen Turnier dabei. Es gab auch ein paar Unstimmigkeiten. Alfred Gislason, der Bundestrainer, war mit der einen oder anderen Entscheidung nicht so ganz zufrieden. Aber es gab ein Treffen zwischen euch. Und danach hat Alfred ganz klar signalisiert, wir haben alles aus dem Weg geräumt, die Tür ist offen und wenn bei Fabi sportlich alles gut läuft und er gesund bleibt, dann ist er mit dabei bei der Heim-EM 2024. Wie schwer ist denn dir dieses Gespräch mit Alfred gefallen? Das ist ja schon auch ein sehr imposanter Mann. Wie schwer ist es dir gefallen, dieses Gespräch zu führen oder war das überhaupt kein Thema? Ja, ich meine, jeder weiß, was Alfred für eine Person ist, was er schon alles gewonnen hat mit Kiel damals. Ist natürlich ein sehr erfahrener und sehr, sehr guter Trainer und daher. Ich kannte ihn natürlich vorher schon vor dem Gespräch. Wir hatten schon andere Gespräche, schon andere Spiele und Lecken gehabt. Daher wusste ich genau, was mich da erwarten wird. Daher ging es eigentlich. Also ich hatte jetzt keine große Angst oder irgendwas gehabt vor diesem Gespräch. Ich glaube, es war einfach wichtig für uns beide, dass wir unsere Punkte offen auf den Tisch legen, was halt in meiner Situation der Fall war, was ihn halt ein bisschen gestört hat. Das haben wir angesprochen, das haben wir. Ich glaube auch so, weit es geht, aus dem Weg geräumt. Ich glaube, jetzt können wir für die Zukunft auch nach vorne schauen und hoffentlich dann ja, wieder neu angreifen. Wie sehr freust du dich auf dieses großartige Event nächstes Jahr im Januar, die Heim-EM? Ja, ich glaube, wenn man jetzt schon sieht, wie viele Tickets dort in Düsseldorf verkauft wurden und dann auch aus den Erinnerungen von 2019, was in Berlin los war, was in Köln los war, wird es einfach ein Riesenspektakel. Ich glaube, nicht nur wir deutschen Handballer können uns darauf freuen. Ich glaube auch alle anderen Nationen, die dabei sind, diese Atmosphäre aufzusaugen, dieses Event mitzunehmen, ist, glaube ich, für jeden Sportler einfach riesig. Und ich hoffe natürlich sehr, dass ich dabei bin. Dafür werde ich jeden Tag hier alles geben und hoffentlich dann auch natürlich erfolgreich mit der deutschen Nationalmannschaft zu sein. Hast du die Nationalmannschaft vermisst in den letzten Jahren? Ich meine, du hast ja bewusst die Entscheidung getroffen, nicht mitzufahren. Du hattest in vielerlei Hinsicht deine Gründe. Verletzungen waren zum Beispiel oft ein Thema. Nichtsdestotrotz kann man ja so eine Entscheidung treffen und trotzdem zu Hause sitzen und sich denken, ach, eigentlich wäre ich da jetzt schon ganz gerne dabei. Ging es dir so? Hast du es vermisst? Ja, absolut. Also auch immer, wenn man Spiel im Fernsehen sieht und die Jungs da spielen sieht, wie die mit dem Adler auf der Brust da übers Feld rennen, fehlt es einem immer. Das ist keine Frage. Aber nichtsdestotrotz muss man auch sagen, ich spiele jetzt seit fast 10 Jahren Bundesliga und EF Cup oder Champions League zwischendurch auch mal. Es hat immer diese Doppelbelastung und dann ab und zu mal auch diese Dreifachbelastung. Ist halt auch extrem anstrengend für den Körper und das habe ich halt sehr oft gemerkt, das merke ich heute auch immer noch, dass es ja einfach extrem anstrengend ist. Und ich glaube, diese Entscheidungen waren auch alle richtig, die ich da getroffen habe. Und ich glaube, die taten mir auch sehr extrem gut, weil ich einfach so wieder neue Kraft tanken konnte, neue Energie habe jetzt und hoffentlich jetzt wieder neu angreifen kann. Die Basketballer haben es euch gerade so ein bisschen vorgemacht, ne? Die haben bei der Weltmeisterschaft gerade ganz brandaktuell Gold geholt. Vorbildfunktion für euch für den Januar? Wollt ihr es ihnen nachmachen? Ja, natürlich wäre es wünschenswert, wenn man da auch so
ein kleines Wunder schaffen könnte. Aber ich glaube, sie haben ja auch einen Kader jetzt gehabt, der sehr lange schon zusammengespielt hat, der extrem viele gute Qualitäten hat aus NBA-Spielern. Und da müssen wir uns einfach gucken, dass wir das auch schaffen, dass wir einfach da eine Konstanz in den Kader bringen, dass wir da einfach ja, ein Team werden, dass wir da einfach wirklich von Tag zu Tag immer enger zusammengeschweißt sind und dann hoffentlich am Ende auch sehr gute Spiele wie die abliefern können. Ja, wie wichtig es ist, als Team zusammenzustehen, habt ihr ja gezeigt 2016, als ihr Europameister geworden sind. Seid auch da war es natürlich das Team, ja, was diesen Erfolg möglich gemacht hat. Fabi, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für diese kurzen Eindrücke, vor allem auch zur Nationalmannschaft und zum anstehenden Comeback. Viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben mit den Füchsen Berlin. Auch da geht es ja ordentlich weiter in der Liga. Und bis Dankeschön. ganz bald. Danke für deine Zeit. Danke auch. Bis bald. Ciao, ciao. Bis bald.